Schönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu The Long Dark. So, Kater, Staudamm, Umgebung, unterer Damm. Hier sind wir wieder gespawnt. Ach so, hier sind wir gespawnt, alles klar. Miep. Gut, das heißt, wir brauchen wahrscheinlich einen anderen Code. Spind durchsuchen. Wir hoffen, dass wir hier was finden können. Ah, ich glaube, wir hatten hier... Ach nee, wir hatten hier noch nichts. Alles klar, pass mal auf. Warte mal, ich gehe mal... Ich mache mal die Fackel an, weil die ein bisschen dauerhafter brennt. So, wir müssen den Code finden. Na? I could use this. Ich nehme das erstmal mit. So, wir müssen gucken. Da gehen wir gleich mal runter. Hier sind wir ja krepiert beim letzten Mal. Da gehen wir jetzt mal nicht hin. Ich würde fast wetten, dass da hinten der Code dran ist. Oder auch nicht. Da ist nichts drin. Haben wir hier Kiste, Papier. Ich mache das ein bisschen stutzig, dass wir hier... Ach, wir müssen gleich pennen. Scheiße. So, da haben wir auch nochmal... Ich befürchte, dass wir tatsächlich hier pennen sollen. Können wir... Ach, okay, hier können wir auch hoch. Ah! Das ist ja schick. Schaltkasten. Ah, jetzt haben wir hier ein bisschen was weggeschaltet. Können wir da drüben noch was machen? So, da ist nichts. Wir müssen hier ein bisschen mit Speed durchgehen, weil ich nicht weiß, ob wir hier drin krepieren, wenn die Sonne untergeht, beziehungsweise aufgeht. Ja, wenn die Sonne aufgeht, ist ja Blödsinn, also... Wir brauchen den Code. Hier ist nichts. Außerdem müssen wir bald pennen. Karton. So. Ist nichts dran. Jetzt steinen wir mal mit. Komisch, dass wir jetzt gerade jetzt hier so eine Sachen finden. Mhm. Wo finden wir überall so einen Krempel? So. Oh, toll. Langsam werden wir nämlich richtig müde. Und. Aber da kriegen wir doch garantiert einen Schlag gleich, oder? Okay. Das hat also nicht so gefruchtet. Das heißt, wir müssen die den schönen Kram nochmal spielen. Checkpoint als letztes. Mal gucken, wo wir da landen. Ah, alles klar. Na, ah, das ist echt Mist. Haben wir eigentlich einen Schlafsack dabei? Kaputte Arbeitshosen, ganz super. Wir haben auch nichts zum Pennen da, ne? Ah, warum habe ich auch keinen Schlafsack mitgenommen? Wir müssen eigentlich zu dieser Tastatur, da müssen wir wieder... Da unteren Damm verlassen, das ist nämlich das. Wir brauchen unbedingt diesen Code. Ja, toll. Jetzt ist natürlich die Flare hier auch nicht mehr drin, ne? Ja, toll. Das ist auch super. Ich will eigentlich nur das Papier hier mitnehmen. Geht nicht. Na gut, dann nicht. So. Ist alles gut.
Stuhl. So, da ist noch überall alles an. Ich gehe nochmal runter. Ich hatte da ja gerade diese Sicherung gefunden. Die Sicherung. Es kann sein, dass wir vielleicht die auf der anderen Seite, dass wir da vielleicht auch was weggeschaltet kriegen. Was sind wir denn hier? So. So, Schaltkasten können wir hier vorne wegschalten. So, ist die Frage, ob wir da oben auch weggeschaltet haben. Sieht so aus. Was zu essen, was zu trinken. Sehr schön. Kann dann sein, dass wir das Ding gleich wieder anschalten müssen, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Hätten wir bloß die Flair noch gehabt. Geht's da lang? Da geht's da lang, auch eine super Erkenntnis. Bettstein. Ich lasse es mal hier, weil ich weiß jetzt momentan nicht, was ich damit uns noch anstellen kann soll. Wahrscheinlich gleich eh verrecken, weil wir keinen Schlafsack und nichts haben. Das ist so elend. Oh. Ah ne. Da ist doch noch Strom, alles klar. Ah. Hm. Nochmal das Ganze. Momentan läuft es suboptimal, muss ich sagen. Was aber auch mit der Tatsache zusammenhängt, ja, ich weiß auch nicht. Hätten wir mal einen Schlafsack mitgenommen. Aber ich bin auch davon ausgegangen, dass wir den Schlafsack hier unten nicht brauchen, weil es ja hieß, du musst am Ende des Tages, musst du wieder hier sein. Musst du durch sein. Am Ende der Nacht, besser gesagt, nicht am Ende des Tages. Entschuldigung, so rum, da wird der Code wahrscheinlich nicht drin sein, ne? Oder? Na, bevor ich gar nicht reingucke, mich nachher ärgere. Nein. Nix. Metallbehälter. Gucken lassen wir mal zurück. Ja, wie gesagt, das, was mich hier so ein bisschen stutzig macht, ist die Tatsache, dass wir irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen wollte. Mist. So, ich versuche mal zwei Sachen jetzt. Da können wir jetzt hier nicht rein. Das heißt, wir müssen da rein. Da müssen wir erstmal Strom wegschalten. So. So, da kommen wir wieder zurück. Ja, das wird hier wieder so ein Spielchen sein. Na, siehst du, jetzt können wir schon wieder nicht laufen. Das ist schon wieder elend. Ja, weaker. So. Ist hier irgendwas zum Schalten? Auch nicht, ne? Da vielleicht? Auch nicht. Frage ist nämlich jetzt, wo können wir den Strom auf der anderen Seite abschalten?
So können wir ja auch nirgendwo pennen, ne? Das ist auch so elend. Am besten so ein kleines Bett oder sowas wäre hier optimal, aber ich bezweifle mal, dass wir hier irgendwo ein Bett finden. Ich lasse den ganzen anderen Krempel auch mal außen vor, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da nichts Dolles finden. So, da haben wir zwar Metall, das alles war super. Wettstein nehmen wir nur höchstens noch mit. Da ist eigentlich überall das Gleiche mal drin. Na, wie kriegen wir den Strom da hinten aus? Strom hier irgendwas? Nee. Kaputter Metallschallkasten, dafür brauchen wir eine Bügelsäge. Oh nein. Sag mal, ist bloß für. Ey, ich sehe das schon kommen, dass wir hier, dass wir da ran müssen, aber ich finde das echt affig. Wir könnten natürlich versuchen, aber ich meine, ich werde jetzt eh krepieren, wenn ich da wieder durchgehe. Das ist ja das Elende dabei. Antibiotikum, Notfallspritze, Schmerzmittel, Antiseptikum. Ich versuche mal die Notfallspritze, Adrenalin. Da durch? Können wir. So, mal schnell verarzten. Antiseptikum. Ne, Schmerzmittel brauchen wir, glaube ich. So. Verbrennung geheilt. Hoffentlich kommen wir jetzt hier auch weiter, sonst haben wir gleich ein Problem. Kaputter Metallschaltkasten, das ist wieder so ein Ding. Energy, das war gerade ein Energy. Das müssen wir gleich mal gucken, ob wir da was mal anfangen können. Ah, toll. Ja, das sind zwar nette Sachen, aber. Das nehmen wir mit. Muss doch irgendwo. Ein Code sein. Hier wird irgendwo ein Code sein, damit wir dementsprechend in die nächste Ebene kommen, beziehungsweise wir nachher die andere Tür freischalten. Naja, hier wird sie jetzt nicht ausgeruht. Wir haben gar keine Zeit dafür. Warte mal, essen. Mal gucken, ob wir mit diesem Energizer-Riegel so ein bisschen weiterkommen. Ne, anscheinend nicht. Gut. Was? Mission aktualisiert stand da gerade eben. Ah, okay. Was ist passiert? Wer bist du? Locked metal case is a thing of the old world, stranger. It's a world of closed doors and things being off limits. Yeah, see, I was part of that world, but that world's over. This is my world now, and in my world, I make the rules. In my world, see, there are no locks. Your world sounds crazy. What's in the case? I have no idea. What's in the case? Ich weiß es nicht, ist doch nicht unserer. I hope it's painkillers. Your ID says you're a pilot. Mm-hmm. You have a plane somewhere. My plane wouldn't do you any good. Yeah. Should I show you what happened to the last person who lied to me? She didn't look so pretty after I was done.
She? So now he's ready to talk. Well, don't worry, Pilot. You'll be with her soon. Alter. Oh, heartfelt thanks to this Kickstarter, bla 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 bla. Leute, das war wohl das Ende der zweiten Episode. Und ich bin etwas überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war in der Annahme, dass wir hier erstmal noch durch den Staudamm durch müssen. Und wir landen plötzlich irgendwo, werden von irgendeinem Hillbilly zusammengeschlagen und zack, ist vorbei. Boah. Ey, und ich hätte echt gedacht, dass mit der Bügelsäge, dass wir tatsächlich dann den Schaltkasten... Ich meine, gut, das wird wahrscheinlich auch so sein. Wir werden wahrscheinlich mit dem Schaltkasten, beziehungsweise mit der Bügelsäge, hätten wir sicherlich den Schaltkasten aufmachen können, um die Sicherung vor uns und den Strom vor uns abzuschalten. Das ist garantiert so gewesen. Aber es hat ja so mit der Adrenalinspritze hat es ja auch super funktioniert. Oh. Episode 1, Episode 2, Score. Ja, okay. Also es sind ja momentan zwei Episoden von The Long Dark erschienen. Und beziehungsweise mit dem Start, mit der Fertigstellung des Spiels sind zwei Episoden von The Long Dark erschienen. Auf Episode 3 gilt es jetzt zu warten. Ich weiß allerdings nicht, und ich habe auch bis jetzt noch nirgendwo gelesen, wann Episode 3 kommen wird, aber wir haben eben schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Storyline bekommen in der dritten Episode. Da werden wir uns wohl mit diesem netten Herrn von eben noch weiter unterhalten müssen. Fragt sich nur, was für eine Rolle er spielt, was für ein Mann der ist. Er sagte, er steht nicht so wirklich auf Schlösser. In seiner Welt gibt es keine Schlösser. Und das scheint mir so ein kleiner The Walking Dead Negan-Verschnitt zu sein, also wirklich so jemand, mit dem man sich besser nicht anfreunden will. Oder ganz im Gegenteil, mit dem man sich besser anfreunden sollte. Schauen wir mal. Auf jeden Fall scheint das einer der Hauptcharaktere zu sein, mit der wir innerhalb der nächsten Episode, in der Episode Nummer 3 wahrscheinlich arbeiten müssen, die wir kennenlernen werden. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich warte einfach mal kurz ab, ob da noch was kommt. Nein, wir landen wieder im Hauptmenü. Okay, damit sollte ziemlich klar sein, dass wir die zweite Episode tatsächlich durchgespielt haben. Da kommt also jetzt nichts mehr. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte ja gedacht, dass wir, so wie nach der ersten Episode, auch mal so einen richtig schönen Abspann bekommen. Weißt du, so einen richtig schönen mit Musik. Ich glaube, das muss ich mir dann aus den Folgen nochmal rausschneiden. Ich fand das sehr geil, diesen kleinen Trailer. Ich muss allerdings mal gucken, ob der nicht auch mit dem Trailer von Wintermute deckungsgleich ist. Dann muss ich mir das nochmal angucken. Aber auf jeden Fall klasse. Ich bin so ein bisschen überrascht von The Long Dark, also von dem Story-Part, weil ich hätte nicht gedacht, dass dieser Story-Part so anspruchsvoll, aber so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich hätte gedacht, okay, machst du vielleicht pro Episode, brauchst du vielleicht deine 10 Folgen und dann war's das. Und wir sind, glaube ich, mittlerweile bei über 50 oder waren wir schon bei 60? Ach, jetzt muss ich gleich nochmal wieder in die Liste gucken. Auf jeden Fall haben wir doch schon einige Folgen hier The Long Dark gesehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Story hat es mir dann doch angetan. Auch wenn es im Prinzip immer nach demselben Schema läuft, wahrscheinlich jetzt auch, werden wir in der dritten Episode wieder neue Leute kennenlernen, werden wieder für neue Leute wieder irgendwelche Aufträge machen müssen, damit wir nachher unsere Ex-Ehefrau oder unsere noch Ehefrau Astrid dann wiedersehen können. Vielleicht, und ich habe ja so ein bisschen auch in Vermutung, dass wir Astrid eines Tages selber noch spielen dürfen. Zumindest so sah es im Trailer aus. Da bin ich also sehr gespannt, wie es an der Stelle weitergeht. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich wurde ja auch schon gefragt, ob ich nicht auch den Sandbox-Modus von The Long Dark weiterspielen würde. Entweder nach der Story oder halt jetzt so für zwischendurch. Ich sag mal so, erstmal nicht, weil ich würde schon ganz gerne erstmal jetzt eine kleine Pause machen. Und dann müssen wir mal sehen. Vielleicht machen wir das mal als Livestream oder so, dass wir mal im Sandbox-Modus wir einfach mal ein bisschen Just for Fun The Long Dark spielen. Dass wir das so ein bisschen zwischenschieben. Müssen wir mal gucken. Jetzt mache ich aber erstmal ein kleines Päuschen. Wir werden erstmal ein bisschen verschnaufen. Und ja, demnächst geht es dann vielleicht im Sandbox-Modus im Livestream weiter. Schauen wir mal. Das wird dann halt auch so ein Alternativprojekt sein, wo ich mal hier und da mal ein paar Folgen von The Long Dark mache oder von anderen Projekten. Und ja, ich will hoffen, dass es euch mindestens genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Wir können, glaube ich, auf die dritte Folge sehr gespannt sein. Nur ist natürlich die Frage, wann kommt die dritte Folge raus? Und
Naja, ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen, denn sobald die dritte Staffel, wollte ich schon fast sagen, die dritte Folge rauskommt, werde ich die natürlich sofort Let's Playen. Oder zumindest zeitnah Let's Playen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, für die ganzen Hilfestellungen, für die ganzen Tipps. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit auf meinem Kanal. Und dann sehen wir uns demnächst bei The Long Dark in der dritten Episode wieder. Macht es gut. Tschüss.